Jetzt haben wir ein Lettering, habe ich eine Bildzeitung geholt haben, der Stift. Jetzt war da so ein Prospekt, wo da der Prospekt mit drin gehen. Dann schauen wir so durch, so Baumarkt. Ja, ich war Baumarktprospekt, da hat es geheißen, ganz genau, ich habe schon 20% auf alles, außer auf Tiernahrung. Ich dachte, ja, nicht verkehrt, gell? Du musst halt mit so Lumpi daheim die nächsten 14 Tage Schrauben und Nägel fressen. Wie würde ich sagen? Mit dem Einkaufen, du brauchst ja eigentlich nicht mehr selber zum Einkaufen fahren. Du kannst ja das alle, die bringen das Zeug heim, kannst ja bestellen und zwar gleich mit dir die Dinger haben. Die ganzen Nummer haben auch, die ist ganz dünn, geht da, und da haben sie es aber da, und Draht, und das Wurst, weil sie Draht, geht aber mit, Tablet, weil jetzt wenn ich schmarr, das haben wir fressen, wenn wir Kaffee gehabt haben. Heutzutage bestellt Pizza damit. Nein, und jetzt haben wir auch sowas daheim, gell? Jetzt haben wir da auch, weil der Stiftung hat mich gefällt gehabt, und der Tisch, ja, krass, der war auch für mich, was da alles machen konnte, gell? Und beim Fankerl Toni, die haben seine Brüder. Also das ist gar so ein Feuchter, und der hat auch sowas. Und der hat mir das Geld gehabt, kommt der Dusche her, krasse, okay, kommt der Dusche her, da kannst du gut los runterlassen, und wieder auf. Das ist für mich blöd, gell, und ich habe extra aufstehen und jetzt bin ich natürlich heim, von mir zu Hause, gell, gleich zahlt, Achtung, gezahlt und ab. Und jetzt Tablet, wo die Frau da einmal, gell, so, jetzt bin ich im Wohnzimmer, hab ich ein Spannerbecher und mach. Wo, was tust du denn jetzt? Da los, aber dann. Und lang probieren wir auch Hunger los. Was bringt man dann die Tablet? Gell, wenn ich nicht denke. Ja, und was ich jetzt auch noch rausgebracht habe, du kannst auch die Heizung, kannst du da nicht machen, gell, wenn du sagst, das ist kalt im Wohnzimmer. Andere gingen aber her, so auf wie alle, die haben schon vertikale Fingerkuppendepression, versteht man? Und da sage ich, ich habe es halt aber jetzt ein bisschen so gemacht, ich habe halt Bildzeitung genommen, bin aufs Klo gegangen, habe mich da hingeguckt, habe ich zum Lesen gehabt, und wenn es kalt geworden ist, dann habe ich umgegangen und habe den Heizkörper rausgebracht. Und nach einer Dreiviertelstunde hat es ausgelesen und dann bin ich noch wieder gegangen. Jetzt nehmen wir so ein Tablet mit. Jetzt hockst du dort, dann hast du das zum Lesen. Und wenn es dich frischt, dann klangst du nicht mehr um, sondern du machst dann warm. Also, ich meine, ist schon jetzt schlecht auch. Also, weil, ich weiß nicht, habt ihr das auch so Verwandtschaft? Weil bei uns Tante Kappa. Tante Kappa, das ist so eine, da wo du sagst, die siehst du ganz gern. Von hinten. Und jetzt ist aber die Kater, letzte Woche ist da wieder da, und angemeldet, konnte ich, gell, so, ja, Grafsepp, bin ich so, ja, Kater, sag ich, ja, sicher, da bin ich. Jetzt hat es da, und haben wir nicht mehr, wie bringen wir die weiter, gell. Jetzt bin ich natürlich hier, hab das Tablet genommen, und hab Heizung gesagt. Hat auch nicht lang gedauert, gell, und auf einmal hockt die Kater, dann kann er weg, und kommt los, du, Grafsepp, bin ich. Und du, da wird's fest. Frische! Weißt du, Heizung nicht aufgeräumt. Dann sag ich, du, Tante Kattel, tut mir leid, geht nicht, mein Tablet ist beim Richten. Hat nicht lang gedauert und dann habe ich Tante Kattel gesehen. Wohin? Und dann, und was auch jetzt eine ganz verrückte Geschichte ist, weil alle, die ganzen Jungen waren aber bei euch wahrscheinlich auch, die Kleinen, das ist auch mit denen, früher hat man Blut telefoniert, jetzt war es auch alle. Und jetzt ist der Stift gekommen, da hat der Stift, er hat was ganz was Neues für mich, da hat er gesagt, ich hab was ganz Verrücktes, das richtet er ein und das kriegt dann. Also jetzt pass auf, das muss ich euch bringen. Und zwar, das neue iCross 4. Ganz eine verrückte Geschichte ist nicht, das weißt du nicht meinen, was da drin ist. Jetzt ist es so, wenn du Sorgen hast zum Beispiel, kannst du einfach wegwischen. Oder ein Ding hat dann auch, wenn du eine Bus-App musst du aufladen, die hat mehr Culpa. Da hat dann eine Spracheingabe, da redest du deine Sünden da rein und dann reichert es automatisch aus, wie viel Vater unser und gegrüßt seid die Maria von der Seite. Und da ist auch noch die Sache, der Stift hat mir das dann gezeigt, also das ist nicht ganz legal, aber da muss dann ins Internet
Und da musst du dann gleich auf, im Internet gleich auf judas.com und da kommt dann so ein Bruderkuss-App und da lang, und da ist dann so, jetzt wenn du wem kennst, dem was du nicht so gut rein kannst und du musst ja auch ein bisschen Probleme, sei es finanziell oder in der Ehe oder sonst irgendwas, dann kommst du hier hin und kommst die Gläser ziehen. Damit war nicht ganz egal. Dann ja natürlich Nachrichten, schicken, versenden und empfangen. Kannst du natürlich auch, das geht alles über WhatsApp. Und was hat nur mit dem. Ja, das haben sie jetzt auch so, so ein Lieferservice, so Abendmahl for all. Und mit dem, da kriegst du dann, das ist so ein Backe, wo du dann Wurm geliefert kriegst. Da ist dann eben Fisch, ein Brot und ein Wein mit drin, gell? So, also Fisch und Chips für Katholiken mal. Und für die Hardcore, da gibt es dann auch noch so diese Wundertüte Kanaan. Gell? Da hast du dann bloß so ein kleines Leiberl Brot zum Vermehren, gell? Und so ein kleines Flaschen und Wasser zum Verwandeln. Ja, dann ja, hast du auch drin, für Wallfahrer so eine Heimsuchungs-App. Oder, das ist wie so ein Einweiser. Also, die tust du auch für diese Heimführungs-App und dann, wenn du jetzt, dann fährst du auf halt nicht hin. Und dann, wenn die ganzen Wallfahrer kommen, die hat eine Gesichtserkennung drin, die App, gell? Dann hältst du das so hin und dann kommen die und dann erkennt die genau die Gesichter von den Wallfahrern und dann teilt das die Richtung an, wo die zu den Unterkünften hin müssen. Das ist einwandfrei. Also, auf eine richtige Geschichte, du möchtest nicht meinen, wo da alles. Ein Gross 4 mit deinem Meer geht der ganze Sinne. Mein neuer Knie, du. Schick. Herrgott. Hallo? Bist es du? Ob fein grad? Ja, leck mir mal, ja, sag mal, hey, woher hast du die Nummer? Achso, ja, hab ich ganz vergessen, du warst da alles, gell? Ja, Mari, ja, grüezi, schöner Tourist. Ja, das ist ein. Der Fräulein in der Nähe, das ist ja die, was? Was für Leute? Wo da? Das ist ja auch kein Leute da. Da hat der Stift und ich mir auch noch einen Arm, wenn wir das ganze Holz streichen und da wieder, und was? Achso, das hab ich jetzt auch vergessen, du siehst da alles, gell? Ja, nein, du, die singen, loben und preisen. Ja, du, das machen die dann schon, die haben wir eh schon gesungen. Die haben vielleicht, nein, da braucht die nicht kommen. Die singen schon, da kommen die mich schon. Nein, dein Baum braucht auch nicht vorbeischicken. Nein, das ist. Nein, lassen, du machst einen schönen Abend. Hey, das ist, schaut mal, was das ist, irgendwo so, stirb langsam oder irgendwas machen. Nein, das ist. Hey, da kommst du, schaut mal, nein, braucht sie gar nicht. Du, ich rufe zurück. Wo war ich? Also ja, Altros 4. Also da, also mit dem neuesten Modell, wenn du nimmst, da ist ja automatisch das aktuellste Betriebssystem Ablass 3.0 mit drin. Wird dann automatisch mit der Kirchensteuer mit abgebucht. Und ja, und als Andersgläubiger konvertierst du natürlich automatisch zum App-Prozess. Dann da hast du natürlich so ein Ding, die Möglichkeit, da kannst du so wie heißt der, Messias Gold Edition kannst du da aufwählen. Der Vertrag läuft 33 Jahre. Und nach Ablauf von dem Vertrag wirst du recht gesprochen. Und dann ist auch noch ein Ding drin. Eine schöne Geschichte, das ist von Abwerk, ist das mit drin. Und zwar so eine Unschulds-App. Eine Guilty-App heißt das. Da hast du 10 Gemeinheiten am Tag frei. Inklusive einer Fluchtfeld. Du möchtest aber nicht meinen, was dir da ist. Dann haben wir natürlich auch noch eine Luzi-Verbindung über ein Firewire Anschluss, glaube ich, sage ich, habe 666 Fürbit. Nein, ganz so verrückt. Ja, dann hast du natürlich auch Spiele. Nein, Gott, du Spiele, kannst du natürlich draufladen. Ein ganz schönes, ich tue schon ein bisschen ein älteres Modell, aber läuft auch auf dem, und da T-Bats Mania. Da musst du dann Bischofssitze bauen, so groß und so teuer wie es geht, gell? Das ist also ganz. Oder Pop, das ist, da musst du einen Papst so lange im Amt halten, weil es irgendwie geht, nicht, dass er vorzeitig zurückdrängt. Und der ganze Sinn ist, hat mir der Stift gestern Nachmittag, wenn wir Feierabend machen, da hat er mir das auch gesagt, ich bin die halbe Nacht, bin ich dort und guck der ganze Bibelwitsch. Bibelwitsch ist echt, da musst du so kleine Hexen mit dem Finger auf den Scheiterhaufen aufziehen. Und wenn du langsam bist, dann bringst du da vorne das Finger kaputt. Ja, dann hat er dir noch Fleisch stehen, da musst du das
mit den Radisten schießen, ja, und dann kannst du natürlich auch hier füllen, wie sagt man, Clip kannst du auch schauen, da gehst du ins Internet, gell, und gehst auf YouTube, mit auf YouTube gehen, und dann gibst du ein Abi Musi. Also zusammengeschrieben und so wie du es sagst, so Abi Musi, gell, und dann gibt es so viele Fragen. Nein, und du musst mal schauen, gell, gibt's auch, auf YouTube gibt es auch schon das Eiwei. Also Eiwei, wir schauen, das ist ein Riegel. Eiwei, also ist mein Wi-Fi für mein Wei. Schaffst du, ne? Das ist halt geil. Also das ist nein. Und ja, was haben wir noch so? Jetzt ist es so, also ja, Singer hat er gesagt, muss man nicht singen, muss man nicht. Also ich traue mir weg, der ruft ja wieder an. Den bringt er dann nicht mehr los. Den hat er dann die ganze Zeit drauf. Das ist ja, jetzt bei so, jetzt wenn wir natürlich vorher was singen, dann hebt ihr das und dann gibt ihr einen Ruhe. Jetzt pass auf, was kann jetzt müssen wir? Erst schaut es an. Wenn wir sagen, danke für diesen schönen Abend, danke, dass ich heute da bin. Danke für eure großen Spenden in mein Kerbel drin. Danke für diesen schönen Abend, danke, dass ich heute da bin. Danke für eure wahnsinnig großen Spenden in mein Kerbel drin. Und danke für diesen schönen Abend, danke, dass ich heute da bin. Danke für eure hypergalaktisch großen Spenden in mein Kerbe. Das ist interaktives Religionskabarett. Da müsst ihr hier ein bisschen mitmachen. Also, so holt ihr jetzt beieinander. Dann schicke ich euch eine Hiobs-Message. Der Konsum, das ist der Wahnsinn mit dem Konsum. Jeder hat ein Handy, alle unser Handy, jeder hat ein Handy, Kaffee. Und aus diesem Grund, weil man immer zum Kaffee gehen muss, gibt es ein kleines Stück, das nennt sich Shoppen gehen. Musst du mitgehen und wirst dann gefragt. Kann ich das tragen, du sei auf der Hut gleich, hast das Falsche gesagt. Bei den Hosen oben, na dumm mit Druck, du sagst ehrlich, dass dir nicht steht. Du hast dich gerade noch rechtzeitig duckt, weil sowas verstehst du nicht. Shoppen geht, die Mädels wollen doch alles sehen. Das war so schön. Wir machen mit, weil wir euch mein Shoppen gehen. Die Mädels wollen doch alles sehen, es war so schön. Wir machen mit, weil wir euch so gern mengen. Wir mengen euch ja so gern. Das Kaffee bloß, was bring ich mit? Was kann dem dir so gefallen? Wie war's denn mit dem bunten Gürtel mit Ragucci schneiden? Ein Unterwäsch, das kommt nicht gut, sonst glaubst du, meinst bloß eins. Auch wenn's dir gefällt, vergiss das Geschenk, weil lieber hast du dann keins. Shoppen gehen, die Mädels wollen doch alles sehen. Es war so schön, wir machen mit, weil wir euch mit. Shoppen gehen, die Mädels wollen doch alles sehen. Es war so schön, wir machen mit, weil wir euch so gern. Inzwischen packt sie alles ein, was unser eins nicht braucht. Wochenlang sind sie auf Tour und kaufen alles ein. Und ist dann dein Geburtstag da, hat sie eine schieße Feinripumpe für dich dabei. Die Mädels wollen da alles sehen, und es war so schön. Wir machen mit, weil wir alle mit Shoppen gehen. Die Mädels wollen.
eigentlich so gern nehmen. Noch einmal die Gelegenheit, dass das Publikum mitsingen kann. Und wir teilen wieder auf, was wir sonst sehen. Männlein und Weiblein. Alle Frauen singen ja einfach bloß. Also ihr braucht jetzt auch nicht mehr zu einem Mohi dran. Machen wir nicht mehr, das ist nein, ganz normal einfach singen. Shoppen gehen, wir Mädels wollen doch alles singen. Probiert es. Shoppen gehen. Wir Mädels wollen doch alles sehen. Mal laut. Shoppen gehen. Wir Mädels wollen doch alles sehen. Shoppen gehen. Wir Mädels wollen doch alles sehen. Sehr gut. Und natürlich müssen die Männer antworten darauf, ist ganz klar. Und zwar für ihr Hosen. Es war so schön. Wir machen mit, weil wir euch mögen. Es war so schön. Wir machen mit, weil wir euch mögen. Es war so schön. Wir machen mit, weil wir euch mögen. Wo ist denn die Stimme? Das ist eine Stimme. Das ist immer, also, wo ist denn eure Stimme, meine Herren? Ich weiß schon, die sitzt neben euch. Ihr habt für heute eine Sondergenehmigung, eine Ausnahmegenehmigung. Ihr dürft jetzt für dieses Lied dürft ihr richtig kräftig laut singen. Ihr schafft es, ich bin überzeugt. Mal probieren wir das jetzt nur. Es war so schön, wir machen mit, weil wir eigentlich mit. Es war so schön, wir machen mit, weil wir euch mögen. Shoppen gehen, wir Mädels wollen doch alles singen. Die Männer, wir machen so schön, wir machen mit, weil wir euch mögen. Die Frauen, shoppen gehen, wir Mädels wollen doch alles singen. Die Männer, es war so schön, wir machen mit, weil wir euch mögen. Bye.